So, nun klemmen wir einmal das MacBook an. Ihr seht unten das dicke Netzteil, das heißt, der Monitor unterstützt auch Power Delivery über den USB-C-Anschluss. Das werdet ihr nämlich dann gleich sehen, dann wird nämlich das MacBook geladen. Einen Moment, ich klemme es einmal an. Ich habe es einmal angeschlossen, wir packen es jetzt einmal ins MacBook rein. Einmal reinstecken. So, ihr seht, das MacBook wird geladen und er fragt, ob wir es auswählen können. Der Button zum Ändern habt ihr hier unten. Das heißt, ihr habt unten ganz normal das Steuerkreuz wie ursprünglich auch. Das heißt, wir gehen jetzt einmal hier wieder zurück, sehen, dass hier die ganzen Display-Einstellungen funktionieren und können dann auch Sachen einstellen wie Bildschirmauflösung und ähnliches. Standardbildschirm oder wie auch immer ihr das einstellen möchtet. Kann man hier nämlich auf Monitor gehen, gehen kurz auf Monitore. Und dann seht ihr einmal, ihr habt einmal den und habt dann einmal ihn hier, Don't Display, genau, einmal den. In meinem Fall ist es ein 100 Hz Monitor, wo man dann auch HDR aktivieren kann. Das heißt, dann geht ihr nämlich einfach ganz normal mit der Maus hin, klickt es an, dann ist es jetzt einmal HDR. Auf den ersten Blick erkennt man das nicht über die Videos, wenn man das aufnimmt. Aber wenn ihr das dann selbst an sich nutzt, dann sieht man das schon immens. Das war die kurze Einrichtung vom MacBook an dem neuen Monitor. Wenn ihr da noch Fragen habt, packt es unten in die Kommentare. Noch eine Info am Rande. Der Monitor, den ich hier habe, der kann die Picture-by-Picture-Funktion nicht. Das heißt, ihr könnt nicht zwei Display-Signale gleichzeitig zum Beispiel trennen. Das heißt, hier zum Beispiel Mac und da Windows. Das ist leider bei diesem Modell nicht möglich. Erst bei einer Reihe weiter oben ist dies möglich. Jo, das war schon gewesen. Bei Fragen unten in die Kommentare und für einen Daumen hoch würde ich auch freuen. Dankeschön.